los geht die Meldereise. Ich erfahre jetzt die Frage ist, ja. Digga. Die Frage der Frage ist wie immer, wo zur Hölle ist Micha? Wo ist Micha eigentlich? Alter, da ist Micha. Ah, ja, auf einmal bin ich da, der Geist, Alter. Was geht? L.A. 2020, November 2022. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Hallo YouTube, mein Tertin hier. Wir fliegen nach LA und das ist unser Intro. Habt viel Spaß, tschüss. So, die Schafe schlafen. Die Schafe schlafen und wir fliegen. Ja, Zwischenstopp Amsterdam jetzt und dann kurz eineinhalb Stunden Pause. Ey, wir haben kein Gruppenbild von Mutter gemacht. Das machen wir in Amsterdam. Weißt du noch? Hallo, who is your name? Hallo, guten Tag. Psychose, Digga. Schon AirPods verloren gerade. Solly schläft die ganze Zeit, Heido schläft die ganze Zeit. Ich mach die ganze Zeit E-Mails, ich arbeite die ganze Zeit. Jungs, haut rein, wir sehen uns bald wieder. Was geht? So 10 Minuten vor der Landung, bevor wir wirklich stehen, anfängt zu lesen. Bei einem 11-Stunden-Flug oder wenn er sagen kann, er hat auf dem Flug gelesen. Alter, tschüss, Land. Es geht gleich weiter. Wir holen jetzt gleich, wir hoffen, wir kommen alle ins Land rein. Dann kommt der Mietwagen-Part, dann kommt In and Out, dann kommt Einchecken und dazwischen kommt Heide. Rennt alle. Und warten, aber es passiert nichts. Dann checken die, ob wir überhaupt ins Land rein dürfen. Bin mir ziemlich sicher, dass es geht, aber wir haben halt Heido dabei. Lack Heido! Heido in USA! Mich ja fast überfahren. Sachen packen. Auf zum Mietwagen. Schönen guten Tag, Reisegruppe Los Angeles. Wir haben unseren eigenen Privatbus. Auf dem Weg zum Rental Service. Hallo, willkommen in LA. Was geht, Alter? Hallo. Ich suche mein und hier haben wir schon mal ein Stück. Der am größten Kopfschmerz hat, ne? Mit Passkontrolle, der hat natürlich wieder. Okay, Palmen. Montag ein. Da, den. Ein Menke Mischpapier. Aus der Weste? Yes, sir. Angekommen. Ich hab das noch nie gehabt, das fühlt sich so surreal an. 20 Jahre von 20. You know what breaks my heart? Die zwei Zahlen, Gast. Keiner aus Deutschland stresst, das ist einfach 2 Uhr nachts. Ist Rocky Beach da runter? Nee, Rocky Beach ist bei Malibu hoch. Ach, ja, schön, Malibu, drei Fragezeichen. Deine Bauarbeiten waren ja noch normal. Ich hab mir danach erstmal die Hände gewaschen. Der erste einfach sein eigenes mitgebracht, um in LA zu. Wer hat am meisten Angst, hier reinzukommen? Ich. Aber nicht wegen dem sondern das ist Medizin. Komplett unscharf. Fick mich doch nicht. Wir gehen jetzt alle zusammen bei In and Out essen. Das erste Mal für einen Teil der Gruppe. Ich bin so hyped. Guest number 87, 88 and 90, please. 87, 88. Oh mein Gott. Medizin. Gekauft. Legal. Ich feier das nicht. Mit dem Rauch. Ich sage immer den Jungs halt auf. Heiß ist der Himmel, Alter. Erstmal Oreos, Digga. Überkrass. Ich krieg Psychose.
Was gibt dir denn, Dicke? Da gibt gar nichts. Sein Süßigkeitenherz lässt sich höher schlagen. Bruder, hör auf. Wie fett bist du? Eine solide 9,2. Jetzt warte, ich muss das Foto von ihm machen. Guck mal. Wie fett bist du? Das ist die schlimmste Kombination, die du haben kannst. Komplett stoned auf Kellyweed in einem Walmart. Ja, ich fühle mich wie 14 und erstes Mal Johnny geraucht. Alter. Das trinke ich nicht mehr. Hey, natürlich, Iris, du hast es immer getrunken, Alter. Ja, auch noch so. Guck dir das an, Digga. Ich will aber eh alles haben, oder? Ich weiß aber nicht, ob ich die oder komme, es gibt auch Megastuff, Digga. Sorry, ey. Sorry. Wir feiern den Geburtstag von Politano. Scheiße. Ich will jedes einzelne. Wir holen uns jetzt auch einmal. Gib dir mal diese Cornflakes, Digga, da sind kleine Croissants und so. Natürlich, alles bauen gleich. Was brauchen wir noch? Wir haben jetzt erstmal Süßigkeiten und Soda geholt und den Rest ist random. Eigentlich war das ist das wie so ein Unterhaltungspark hier, weil es halt einfach so groß ist wie 4 Fußballfelder. Wenn man diesen Wagen anguckt, da ist nur Müll drin, da ist hochgiftiger Müll drin. Digga, das ist ein absoluter Kindergeburtstag. Hier sind enge Gangs und Axe. Oh, Axe. Echte Axe vor allem. Politano schlägt sich hier durch, Alter. Wir puzzeln hier ein wenig. Bro. Ich sag 400. 452. Ich sag 420. Der Gewinn muss bezahlen. Eichel, film mal. Zeig Kameramann. Wer nimmt euch? Wir haben keine Dings gekauft, wir haben keine Cups gekauft. Was sagst du dazu, Keule? Ich sag dazu nichts. Ich versuch's gerade. Ah, ich war wahrscheinlich zu nah dran. Hä? Schlaues Auto. Ja. Utah. Woo! Das ist der einzige. Yo, ich stehe vor einem Suburban vor dem Walmart. Und ich fick eine Hau grad. Ja, ich fick ihr Throw Hard. Weil sie es halt so mag. Sie kriegt Euros und sie kriegt Cents von mir. Und dafür krieg ich dann noch Sex von ihr. Ja, ja, ich schreibe Text. Ich habe gekauft viele Getränke, ein Chips und ein Schokolade. Uff, was machen wir heute Nacht noch, Digga? Du steamst erstmal alle Sachen, Alter. Willst du mich ficken, Alter? Nee. Diese Bayer-Bläser. Ich meinte so, ich würde schon gegen ein paar Leute kämpfen, so. Die schießen bestimmt direkt, so, weißt du? Das ist einfach so, ja, ein Film, ja. So. Das ist der Fentanyl-Walk. Lauf mal näher an der Wand. ATM ever, Alter. Ich sag euch so. Jetzt wird Geld abgehoben. Ankleidezimmer. Ihr wollt mich echt. Ja, aber wenn Schuhe ein bisschen aufpassen. Hast du genug Schlafzimmer? Ja, ne? Schon. Eins, zwei, drei, vier. Unten ist noch eins. Ja. Das ist diese komische Ami-Teppich. Boah, Bruder, was ist das denn? Das ist deins? Das seid ihr auch gegönnt, Digga. Guck, mit einem kleinen Zimmer. Und eigenen Bad. Vielleicht kaufen Sie hier auch. Guten Tag, mein Name ist Heido. Wie geht Ihnen? Hier, eine Roomtour. Esszimmer, Empfangszimmer. Wir waren auch einkaufen zwischenzeitlich. Unser Kühlschrank sieht vorbildlich aus. Die Grapes sind immer sehr wichtig. Den Tisch da drüben darf man nicht zeigen. Aber hier ist viel Süßes. Generell war es schon ein sehr erfolgreicher erster Tag. Wir waren Grocery Shoppen in jeglicher Art. Die Ankunft war gut, das Auto macht Spaß. Alle sind heil angekommen, alle sind gut ins Land gekommen. Wir haben schon mega reingeschissen, sind direkt auch durch Skid Row gefahren. So ist halt manchmal. Hey. Wer schreit? Welcher von euch? Ist mir egal. Einer von euch Gottlosen, Digga, hat nochmal in die Toilette geschissen. Ich mach deine Scheiße nicht mehr. Ey, mega Scheiße. Hast du das? Wir haben schon Sanitärprobleme. Einer fehlt in dieser Runde. Heiko! Hat seine eigene Toilette und ich glaube nicht. Das muss einer von euch drei sein. Ich war noch gar nicht. Ich war unten kacken, Digga. Als ob ich. Bruder. Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand. Ich habe auch schon hier unten reingeschissen. Das hat man gerochen.